In Moskau haben am Montag Tausende gegen die Sperrung des Messenger-Dienstes Telegram protestiert. Mit Papierfliegern, dem Logo von Telegram. Die Behörden hatten im April begonnen, gegen die App vorzugehen, nachdem Telegram ein Gerichtsurteil ignoriert hatte. Damit hätten staatliche russische Sicherheitsdienste Zugang zu verschlüsselten Mitteilungen von Telegram-Nutzern gehabt. Die Behörden hatten Sicherheitsbedenken und den Kampf gegen Terrorismus als Grund für die Maßnahme angeführt.